Zack McFly. Willkommen zurück hier bei South Park Buddies. Hatten jetzt leider eine etwas längere Pause hier. Ich muss auch erst mal wieder reinkommen. Aber ich vermute mal, das kriegen wir schon schnell hin. In der letzten Folge haben wir ja die Drogen besorgt. Oh, eine Sekunde. Du musst dein Charakterbuch wieder weiter ausfüllen. Los geht's zu Crunchy's Microbrews. Dort wird dir jemand helfen. Ey, wo soll ich denn noch überall hin? Ich war gerade auf dem Weg zur Polizei. Die ist da. Und da ist Crunchy Mikro. Ja, dann gehe ich erstmal zur Polizei. Die haben uns nämlich... Oh, hey, was? Hallo. Geht ja immer weiter. Ja, es hat sich herausgestellt, dass das mit dem Geschlecht komplizierter ist, als wir gestern besprochen haben. Okay, komm bitte in mein Büro, damit wir die Sache klären können. Okay, danke. Okay, was ist denn mit meinem Geschlecht los? Gefällt euch das nicht? Wo war ich denn jetzt dran? Genau, wir wurden von diesem Polizisten blöd angequatscht. Ja, zieh nur und Schmerz, wir sollen den Besuch erstatten. Mal schauen, was für eine Aufgabe die für uns haben. Da ist Polizeirevier. Hey. Dann sagt der Spaghettifresser zum Polacken: Schlitzaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschis. Was? Okay. Kann ich mitreden? Oh, wen haben wir denn da? Du warst doch gestern in den Nachrichten, oder? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Was? Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Was zum Teufel? Das ist ja voll die krasse Aufgabe. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Katze suchen. Kann ich mir hier Zeug krallen? Wow, was will der von mir? Pass! Schön. Schönen dicken Haufen. So, jetzt kann ich... Scheiße, wenn man die Spiele so lange nicht mehr gezockt hat. Kann ich damit nicht irgendwas machen? Ah! Wusste ich doch, dass da irgendwas geht noch. Jetzt sind wir auf dem Frauenklo des Polizeireviers. Bah! Gebrauchte Tampons. Oh, ein Kostüm. Ah, noch ein Kostüm. Yolanda Klein. Ah, geil, die Prostituierte, ja. Oh, noch ein Klo zum Scheißen. Ja, gut, scheißen wir mal auf Polizeirevier. Und machen mal unseren Charakterbogen fertig hier. So langsam wird's auch Zeit. Das war doch direkt hier oben. Ja. Dort findest du wen, der dir in puncto Rasse helfen kann. Vielen Ach, die Mikrobrauerei. Ach, ja klar. Ich hab's irgendwie gar nicht gecheckt gerade. Jetzt haben sie ein Problem mit mir. Oh, ich werde nicht einfach tatenlos zusehen, wie PC sie Principal. Hier dieses Mannes beleidigen. Ich habe ihn nicht beleidigt. Entschuldigung. Haben Sie gesagt, dass dieser Mann müde wirkt oder nicht? Ja, er ist mein Freund. Ich sagte, Paolo, du siehst müde aus. Mikroaggression! Hispano-Amerikaner werden oft als verpennt bezeichnet. Zu sagen, dass er müde aussieht, ist eine Mikroaggression, die ich nicht erlaube. Ich bin müde. Du bist neu hier, oder? Ich bin der Direktor deiner Schule, PC Principal. Ich habe gehört, du willst über Ethnien mit mir sprechen. Okay, los geht's. Das ist ein Kampf, oder? Ja, okay. Ach, alleine! Okay. Komm schon, du willst was über Ethnien lernen? Streng dich an! Ich hau dir erstmal auf Ein die schöner Fresse. Tag, nicht wahr? Hat ja gerade das N-Wort gesagt. Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen! Versuch's nochmal! Ein schöner was soll Tag, ich tun? Nicht wahr? Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen! Versuch's nochmal! Ein schöner Tag, nicht wahr? Hä? Wann muss ich denn Was drücken? Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen! Versuch's nochmal!
drücke ich jetzt einfach mal gar nichts. Ein schöner Tag, nicht wahr? Ein schöner Tag, ja. Sehr gut. Das war in der Tat keine Mikroaggression. Das war ja einfach. Runde 2. Ich hatte einen Hamburger letzte Woche. Stimmt, das war auch keine Mikroaggression. Jetzt werde ich eine Mikroaggression benutzen. Du wirst sehen, wie vorteilhaft das ist. Leute, hört mal her. Ich werde eine Mikroaggression benutzen, aber nur als Training für diesen jungen Menschen. Als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Danke, Mikroaggression kommt gleich. Danke. Okay, jetzt kriegt das auf den Maul. Nein, ist ja eine süße Puppe. Mikroaggression! Schlag ihn! Zack! Zack! Gar nicht übel. Das Wort Puppe ist nicht nur abwertend gegenüber Frauen. Ein Mann dafür zu kritisieren, feminin auszusehen, ist auch eine Mikroaggression. Erkennst du auch die subtilere Mikroaggression? Klar, meine ich kenne alle Mikroaggressionen. Meine Hose ist warm. Ja klar, das ist eine Mikroaggression. Falsch, meine Hose ist warm, ist keine Mikroaggression. Auf jeden Fall. Dieser Kaffee gehört Tim Sherman. Wer ist Tim Sherman? Oh. Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Dieser Kaffee gehört Tim Sherman. Das würde ich sagen, ist okay. Es soll bald regnen. Würde ich sagen, ist okay. Janet fährt gern Rollschuh. Würde ich sagen, ist okay. Mr. Yamashiro fährt eigentlich sehr gut Auto. Mikroaggression! Schlag ihn! Zack! Und wieso? Toll! Der Begriff eigentlich impliziert, dass andere Asiaten keine guten Fahrer sind und die Verwendung von Mister ist beleidigend für Personen dritten Geschlechts. Bevor wir über deine Abstammung sprechen, solltest du da draußen etwas Aufklärungsarbeit leisten. Okay, ich habe gewonnen. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Sehr gut. Ich kenne fünf. Oh, ich habe nur zwei Mikroaggressionen erkannt. Denk daran, Menschen verwenden dauernd Mikroaggressionen. Du musst sie dafür büßen lassen. Okay, ich hau jetzt ab sofort jedem auf die Fresse, der eine Mikroaggression benutzt. Wahrscheinlich müsste ich mir selber die ganze Zeit auf die Fresse hauen. Exit. Geil. Kohle, einen Dollar geklaut hier. Das war's jetzt? Dann machen wir doch mal die Drecksarbeit für die Polizei hier. Ja, wo laufe ich hin? Jimmy ist Schnellreise mal kurz benutzt hier. Und dann müssten wir eigentlich schon fast da sein. Eigentlich nur noch nach rechts laufen. Ja, komm, ich bin schneller als du. Seine Feinde. Nee, ich hab jetzt keinen Bock auf euch. Das steht in Flammen. Holen wir uns hier mal ein paar Rezepte. Und können wir hier noch weiter? Achso, ich stehe schon vor Skur. Ja, ich stehe schon richtig. Dann mal los! Ha. Zack! Wow, wow! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön! Mondmodell, Artefakt. Okay. Meine Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig! So lustig. Wo sind wir jetzt beim... Die Kindergartenkinder? Sind die nicht super krass? Sind das die Drogenhändler? Da geht doch irgendwas bei denen ab hier. Kannst du hier die... mir den Müll besorgen? Ich kann alles zerstören hier. Vase zerstört. So, wir sind am Unterschlupf. Ein Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. Verbündeter noch nicht freigeschaltet. Kann ich denn jetzt hier rein? Ich kann auch einfach reingehen. Ist klar, ne? Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Was läuft hier ab? Angriff!
Er hat doch überhaupt nichts gemacht, der Mann, das weiß ich doch. Ist er doch ein so. Ist das wirklich ein Drogendealer? Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Stellung halten! Okay, der hält doch nichts aus! Au! Was soll denn das? Verschwinde aus meinem Haus, verdammt! Ich. Mal zurück, ja? Das wollte ich schon sagen hier. Feuer erwidern! Ist das jetzt tot, oder? Was hast ist denn das du für ein vor? Kampf? Willst du etwa hier einziehen? Sag nein zu Drogen, Kids, sonst knallt's. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein degenerierter Krieger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch ich mal bin der krasseste Superheld hier von. Scheiß auf Kuhn. Nein, Kuhn ist der geilste. Spaghetti-Schachtel. Ich hab's. Das war's? Was sind das für läppische Drogendealer? Kann ich hier auch noch irgendwas Sinnvolles jetzt machen heute? Ja, ich glaube, ich muss über mein Geschlecht reden. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Mit dem rede ich nicht über mein Geschlecht. So, dann finden wir mal die Geheimnisse über unser Geschlecht heraus. Dein Arsch kann sagen, ist doch Spaß jetzt, oder? Pause, Fuchs, kannst du die Zeit anhalten? Viel Spaß! Ach, ja! Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Pause? Jetzt kann ich rübergehen, oder wie läuft das? Kann ich da rein? Hä? Okay, ich halte das jetzt an. Dann gehe ich rüber. Muss ich irgendwas drücken? Wow. Bam. Okay. Den erstmal auslocken. Jetzt rübergehen. Den Schalter umlegen. Ah. So geht das also. Rätselmeister, 8 von 20. Danke fürs Kommen. Nimm Platz. Setzen. So, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Feedback vom Direktor bekommen, dass unser Gespräch über das Geschlecht, ich meine über Gender, nicht präzise genug war. Und also er hat mir ein paar Richtlinien gegeben, wie ich dir... Spüre ich deine Mikroaggression? ...helfen kann, dein Gender zu erkennen, okay? Ist das Geschlecht, mit dem du geboren wurdest, auch das, mit dem du dich jetzt identifizierst? Hm? Ja, aber es ist trotzdem was anderes. Oh, okay. Aus wie vielen Geschlechtern besteht deine jetzige Identität? Oh, ich glaube, es sind 3 Geschlechter. Okay, also das bedeutet, dass du das bist, was wir Trigender nennen. Okay, super. Als nächstes sprechen wir im Zusammenhang mit deinem Geschlecht über deine Sexualität. Also viele denken, dass Geschlecht und Sexualität dasselbe sind, aber nein, das stimmt nicht, nein. Alter, ich bin so ein 8-jähriges Kind, oder? Du musst das Geschlecht der Personen bezeichnen, die du, sexuell anziehend findest. Transgender. Alles. Ich stehe auf alles. Okay, fühlst du dich angezogen von beiden binären Geschlechtern, männlich und weiblich, oder findest du alle Geschlechter jenseits der binären Definition anziehend? Okay. Boah, was? Wie weit geht das? Binär? Mehrere? Okay, fühlst du dich sexuell von einigen oder von allen Geschlechtern angezogen? Alle. Pansexuell, also. Genau. Okay. Ich bin ein pansexuell dreigeschlechtliche Person. Ja. Ich glaube, treffender geht's nicht. Pansexuell dreigeschlechtliche Person. Schön, dass wir das besprochen haben, okay? Ich stehe auf Personen. Okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Was? Ich hab alle Geschlechter, die es gibt, plus noch ein zusätzliches. Also, wer soll mich denn bitte nicht mögen? Kommt was? Ah, da kommt hey, doch was. Hey, da ist dieses
Okay. War eigentlich logisch, dass ich wieder gegen die Rednecks kämpfen muss. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Ich finde euch aber sexuell attraktiv. Das muss ich schon zugeben. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Okay, dann mach ich die Pause. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe aber auch den Angriff unterbrochen, oder? Dann ist es eigentlich schon ziemlich geil. Kann ich den jetzt hier von der... Nee. Der Kuhne geht erstmal hier vorne in die erste Reihe. Der ballert nämlich richtig heftig. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Was? Ich bin wieder da, wieder. Was zum Teufel? Verdammt! Alternative Humankind. Nein, meine Brille! Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Der hat auf jeden Fall irgendeinen krassen Plan. Wenn du dich mit dem das nehmen wir auch erstmal so hin. Mit seinen Freunden. Vielleicht ist es ja nicht verkehrt, was er da geplant hat. Katzendiabetes ist kampfbereit. Sag mal, hast du zugenommen? Wann haben die den denn übernommen? Ich komm grad gar nicht hinterher. Was ist hier los? Mach sie glatt! Was? Der hat voll die krassen Attacken. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Wir machen erstmal den einen hier fertig. Zack, bam, bam. Weiter so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Der ist tot, oder? Okay, nochmal kurz aufgestanden. Dann mal los! Warum kämpfst du gegen uns? Was ist das denn für eine Scheißattacke? So bitte hau das nächste Mal einfach ab. So, jetzt habe ich die beiden nebeneinander. So bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Ultimative Kraft, das müsste doch eigentlich eine gute Position sein. Nicht für deine Kraft. Ja, komm, dann killst du den erstmal so. Megafaustschlag! Die haben überhaupt keine Chance. Und diesen gierigen Wichser. Klar! Gutastisch! Zack, Kunde Movie. So muss ich ihm nicht selbst den Finger zeigen. Easy, Mann. Mit drei Geschlechtern. Mach alle fertig. Fast Level 5. Zeit vorzuschrecken. Oh, wirklich fast Level 5. Ja. Titelanwärter. Ja, interessant. Cool. Okay, wir können bei der Polizei... noch eine Mission holen. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal jetzt, um wieder reinzukommen. War das, glaube ich, ganz gut. Ein paar kleinere Missionen. Wir haben jetzt unser Geschlecht endlich vollkommen fertig. Drei Stück an der Zahl. Pansexuell sind wir. Und wir haben den ersten Drogenboss gefangen genommen, nachdem wir in der letzten Folge Drogen gekauft haben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst ein Like. Und wenn noch nicht getan, oder hier, irgendwo, könnt ihr abonnieren, überall. Hauptsache ihr tut's. Haut rein.